Hallo liebe YouTuber, ganz, ganz herzliche Neujahrsglückwünsche möchte ich euch zu Beginn des neuen Videos erstmal übermitteln. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Ich wünsche euch, dass ihr Spaß habt, trotz vieler Dinge, die einen natürlich beschäftigen, durch die ganze Welt und was alles so vor sich geht. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, selber die Dinge zwar kritisch wahrzunehmen, aber den eigenen Frohsinn nicht zu verlieren. Und um euch auch den Alltag ein bisschen schöner zu machen, trage ich gern ein ganz klein wenig mit meinen Videos bei, hoffentlich auch im neuen Jahr. Und ich muss euch sagen, ich habe ein paar Tage Auszeit genommen und die hat total gut getan. Ich habe mir die Beine lang gemacht. Ich war ja im schönen Süddeutschland und so ein paar Eindrücke kann ich euch gleich mal, ich schicke euch mal ein paar Bilder, gebe ich euch mal rein, so ein paar Eindrücke. Wir hatten eine wunderschöne Schneelandschaft. Es war Winter Wonderland. Ach, und es hat total gut getan, weil der Laden war 3 Wochen geschlossen. Und das war eine sehr, sehr lange Zeit. Ich habe also viel auch Organisatorisches erledigt, auch für Buchhaltung und Steuer und was man alles so im Hintergrund noch tun muss als Ladeninhaber. Und es ist jetzt alles picobello, es ist alles auf dem neuen Stand. Und heute Morgen habe ich dann, Dienstagmorgen habe ich den Laden eröffnet. Wieder, weil wir hatten 3 Wochen frei. Also ihr habt gemerkt, es war ganz stille um mich. Ja, wir hatten 3 Wochen frei, was natürlich wunderbar war und uns allen super gut getan hat. Und ja, jetzt kommt natürlich, wie es immer so ist, es kommen immer so ein paar unvorhergesehene Sachen angeflitzt. Wir haben jetzt hier, im Moment ist die Wetterlage ganz toll, aber es ist für morgen so richtig, richtig schlimmer Eisregen angesagt. Und ich habe jetzt einfach mal ganz spontan reagiert, weil es ist jetzt Abend, ja, Dienstagabend im Laden. Und ich habe spontan reagiert und binde jetzt auch noch in einen Strauß, der geliefert werden muss. Wir haben es jetzt 7:30. Ja, der geliefert werden muss. Und um die Mitarbeiter und mich nicht zu gefährden bei dem Eisregen, der erwartet wird in Hessen, und der wird ziemlich schlimm, haben wir morgen einfach mal einen Tag Urlaub gemacht. Und ich habe eigentlich geplant, morgen Videos zu drehen. Ich muss das leider noch ein bisschen schieben. Das ist sehr schade. Aber ich hoffe, dass ich möglichst bald ein schönes neues Video rausbringe. Ich habe Ideen und es gibt viel zu tun. Aber sie werden kommen. Aber ich dachte, jetzt erzähle ich euch erstmal die Aktualitäten. Und ja, wir haben hier viel geräumt im Laden. Es sind ganz frische Blumen da und ich kann euch gleich mal meinen Tisch zeigen. Wir haben Frühlingsblüher und ich glaube, der Osterhase darf noch ein bisschen warten, aber Frühling darf ruhig schon kommen und so schöne natürliche Kombinationen, die man sich so relativ leicht gestalten kann für den Frühling oder ich sage jetzt mal schrägstrich winterlich frühlingsmäßig, da möchte ich euch gern ein bisschen was zeigen. Und ja, das ist jetzt das Sträußchen, das ich heute Abend nochmal ausliefere. Das ist jetzt ein Strauß in Orangetönen, hat auch diese schönen roten Alstromerien, die jetzt noch ein bisschen stiefmütterlich hier drin sind. Aber das ist ja eine Blüte, die überlebt meistens bei Weitem die Rosen. Und jeder, der die kennt, weiß auch, die sind so ausdauernde, schöne Blüher. Und ja, die sind hier auch mit drin in dem Strauß. So, und jetzt, aufgrund des Eisregens habe ich jetzt diesen Strauß noch gebunden, fahre den weg, bin morgen zur Schreibtischarbeit gezwungen, bereite ein bisschen was vor, aber ich werde morgen auch nach Ideen recherchieren zu Hause
und werde einfach ein bisschen was planen, damit richtig schöne Videos kommen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich geht es jetzt im Video dann weiter mit der ersten Idee, aber das war jetzt mal die Einleitung. Und ich sage einfach dann, habt viel Spaß und jetzt geht's zur ersten Frühjahrsidee in 2024. Yeah! So, Winter in Königstein und ich muss euch sagen, es ist jetzt wieder 2 Tage später. Der Winter hat uns das Leben hier ganz schön schwer gemacht in Königstein. Wir haben schwer geschippt und gestern kam dann der Eisregen und dann hat noch jemand uns unser Holzdeck nochmal hier so 1 Meter Richtung Ladentür geschoben. Und dann haben wir auch gesagt, boah, was können wir denn machen, dass hier die Autos nicht so eng um das Eck rumfahren. Und dann haben wir hier einen weißen Blecheimer haben wir genommen und haben dann hier die Mühlenbeckia-Ranken drumherum gemacht und haben einen schönen Buchs aus dem Garten geholt. Und früher stand hier eigentlich unser Bambus, unser großer. Und jetzt haben wir hier quasi ein Buchsbäumchen, so schön gemacht. Und da wollte ich noch gern was reinmachen, wie so 2 Hasenohren. Und da kam ich aber echt nicht dazu, weil wir waren dann hier am Streuen und wir hatten auch, hier kann man also ein bisschen sehen, was hier alles noch da ist. Wir waren wie wild am Schippen und Streuen. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Laden, wie der nach unserer Eröffnung. Wir hatten 3 Wochen Urlaub und es war total schön. Und wir haben unser Schaufenster neu dekoriert. Hier standen ja auf dem Moos und in dieser Mooslandschaft standen unsere Elche. Und da haben wir jetzt einfach ganz neu dekoriert. Und ich gehe mal mit euch rein und zeige euch mal, wie das jetzt so mal nach Weihnachten alles aussieht. Wir haben hier eine wunderschöne Glasschale, die übrigens auch versendbar wäre. Die so mit ganz tollen, mit so klaren und mit Milchglasstreifenelementen, mit so einem schönen Fuß. Ist das Metall? Naja, so sieht fast aus wie eine Betonoptik. Diese Schale würde ich versenden. Die ist für 39,50 Euro. Und also das ist wirklich ein Traum. Ja, das ist auch so handgearbeitet. Man sieht es hier auch sehr, sehr schön und lässt sich viel dekorieren. Ja, man sieht hier, ich habe hier so eine Hängepflanze. Das ist eine Leuchterblume. Das ist auch eine wunderschöne Pflanze, die braucht gar nicht so viel Wasser und die hat so Blüten, nein, nicht Blüten, die hat Blätter, die in Herzform sind, sind total süß. Die habe ich also auch schon für eine Hochzeit dekoriert und die ist hier richtig, richtig lang, weil ich habe die zu Hause auch und was ich dann ab und zu mache, wenn die am Fußboden ist, ich schneide die dann ab, stell die eine Zeit lang in Wasser ein, also so, dass die dann wurzelt und pflanzt die dann, das bewurzelte Pflanze ist wieder oben in den Topf rein und dadurch wird die, also bei mir ist die so richtig kräftig und so richtig buschig und die möchte gern hell stehen, aber ansonsten ist es eine ganz genügsame, tolle Pflanze. Ja, dann haben wir zum Thema Frühling, haben wir hier Frühlingsblüher, Adrett arrangiert, haben hier die Muscari. Es blüht noch nicht. Ich kann euch leider noch nichts Blühendes zeigen, weil ich war wirklich erst jetzt am Dienstag auf dem Großmarkt und habe erst eröffnet. Und hier haben wir in so einen großen Terrakotta-Untersetzer einfach Efeu-Pflanzen reingestellt und Narzissen, die auch noch alle total knospig sind. Also es muss alles noch erst rauskommen. Und ich denke, wenn die anfangen zu blühen, dann wird es auch was Wunderschönes. Und es ist eigentlich ganz simpel dekoriert. Oder hier auch in dem Korb, also viele von euch haben ja Körbe von mir auch sich schicken lassen. In dem Korb einfach ein paar Frühlingsblühertöpfchen, ein bisschen Efeu dazu. Also es muss gar nicht so aufwendig sein. Oder wenn man hier schöne Töpfe hat, wie hier diese perlmutfarbenen Keramiktöpfe, einfach Muscari reingestellt. Hier sieht man schon die Wollen. Also hier ist eine Knospe, aber die Wollen hochkommen. Aber hier im Laden, wir haben auch sehr kühl für die Blumen. Und wenn man dann daneben ein paar Zweige in den schönen Weidenkorb stellt und die Zweige schlagen aus. Also es muss nicht so aufwendig sein und man kann hier erkennen, hier standen also unsere Elche und unsere schönen Tannenbäumchen. Die haben übrigens alle ein Zuhause gefunden und sind alle weg und dieses Schaufenster, das wir mit dieser Mooslandschaft dekoriert hatten, das ist jetzt einfach auf Frühling umdekoriert worden und
ja, ich freue mich, dass es jetzt so frisch ist. Und dann haben wir hier auch noch Amaryllis. Die haben wir einfach ein bisschen frühlingsmäßig umdekoriert, haben Buchs rein, haben Heidelbeere rein. Und früher gab es Amaryllis auch tatsächlich nur im Frühling. Die gab es früher nicht an Weihnachten. Das ist hier eigentlich eine, ja, ich sage jetzt mal eine Mode der Neuzeit. Und wir züchten die eigentlich viel früher, als es früher war. Als es, ja, klingt komisch, gell? Okay, ja, dann unser Blumentisch. Wir haben heute ziemlich viele Sträuße gebunden. Die Tulpen, die sind alle so knospig. Die haben noch mehr Grünanteil als Gelb. Und hier, die werden auch orange, wenn die mal blühen. Aber blühen sollen sie eh beim Kunden. Und es ist wunderbar, wenn die so knospig sind bei uns. Das ist auch übrigens eine Blüte. Da ist auch noch nicht viel Blüte, aber die sind ganz toll haltbar. Die heißen Ornithogalum. Das ist was Sensationelles, nennen sich auch unter anderem, gibt es auch in Orange und Gelb in Kurz. Die halten ewig. Dann diese wunderschönen, langen französischen Tulpen. Da werde ich mit Sicherheit auch noch Ideen bringen damit. Und Hyazinthen, die auch erst noch ihre Farbe zeigen wollen. Die werden violett, wenn sie mal farbiger werden. Ja, auch die Lilien, das ist auch eine Blüte, die 2 bis 3 Wochen hält. Ja, 2 Wochen schon, auch im Warmen. Und was dann natürlich wunderschön ist zu den ganzen Frühlingsblühern, dann eben so perfekt zur Länge geschnitten, sind immer die Magnolienzweige, die einfach so viel Stimmung machen. Das sieht jetzt ja ein bisschen knorzig und trocken aus, aber im richtigen Arrangement werden die zu einem Traum. Und wenn die nicht in Wasser stehen, beziehungsweise wenn es schon ein bisschen länger her ist, dass die geschnitten wurden, dann gehen die in Magnolienknospen ja auch nicht auf. Dann haben wir noch hier hinten, wir haben unseren Schrank abgebaut und der Schrank, wo immer die ganzen Kerzen drin standen, der Schrank ist jetzt hier, nein, der Kerzeninhalt ist jetzt hier in unserem Regal. Wir haben also sehr schön noch alle Farben vorrätig mit ganz tollen, dicken Kerzen und qualitativ sehr schönen. Der Schrank, den haben wir nicht mehr. Das heißt, wir haben hier ein paar Blumen noch ja, für Bestellungen. Haben wir noch ein bisschen was gewünscht, ist gelb, orange. Spitzeln wir da nochmal rein. Auch gelb, rot. Und das mit Rosen, mit Frühlingsblühen, mit Gräsern, mit Kätzchen. Und hier haben wir auch noch gelbe Mimosen. Und dazu noch ein richtig schönes, ja, so ein schönes Gras. Das ist so ein ganz tolles, feines, ja. Das ist so gebündelt, das kann man, die Schönheit kann man noch gar nicht erahnen, weil die sind alle total nah beieinander und es sind 50 Stiele. Ja, und weil ich nicht ohne Blumen leben kann, habe ich tatsächlich im Urlaub auch in meinem Zimmer mir ein paar schöne Blumen besorgt. Da blende ich euch mal das Bild ein, weil das waren tatsächlich im Urlaub auch nur 2 Blüten. Das waren, ja, genau, eine Nerine und eine Lilie, dann war es noch ein Zweig und eine verzweigte Hagebutte und ich war so glücklich mit diesen Blüten und fand die so schön und da war auch in dem Arrangement ein solches Gras mit in meinem Arrangement im Urlaub, im Urlaubszimmer und ach, es war schön, es war einfach toll und ich habe mich gut erholt. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach eine kleine frühlingsmäßige Idee, wenn ihr sagt, oh, die Weihnachtssachen sind weg. Ich würde gerne jetzt was mitbringen, einer Freundin. Dann zeige ich euch so eine kleine frühlingsmäßige Idee mit einer Narzisse im Topf, wo man einfach nur was Frisches hat, was überhaupt nicht so viel kostet, aber doch total viel Freude macht. Kommt mal mit in den Arbeitsbereich. So, ich habe mal die Kamera ein bisschen anders angebracht und das ist jetzt die Sicht von uns, wie wir immer in den Laden gucken. Und ich habe gedacht, so verschiedene Perspektiven sind auch nicht schlecht. Ich habe hier einen Frühlingsblüher rausgesucht und wie gesagt, ich habe noch keine Blüten, aber blühen sollen sie ja auch bei dem, der es geschenkt bekommt und das ist ja auch gut so. Ich habe eine schöne Narzisse mit einem tollen, kräftigen Grün und man kann eigentlich die, ja, die Knospen, also die kann man hier schon sehen. Ja, hier ist zum Beispiel so richtig schön die Knospe. Ja, das Töpfchen, da nehme ich einfach ein Stück Folie. Das kann auch eine Folie sein, die ihr vom Salat auspacken oder so nehmt. Das muss nicht immer eine neue Folie sein, weil ich finde, man kann viele Dinge recyceln. Nimm diese Folie, pack sie um das Töpfchen drumherum. Nimm einfach einen Haushaltsgummi, ja, hat ja jeder irgendwo rumfliegen. Mach den Gummi um die Folie rum. Dann schneide ich
die überschüssige Folie, schneide die ab. Also Folien kann man so oft noch wiederverwenden oder von so vielen Artikeln nehmen. Und mit der Folie habe ich natürlich erreicht, dass ich die Narzisse nicht auf den Untersetzer stellen muss, sondern dass die wassergeschützt, ja, oder beziehungsweise dass das Gießwasser nicht ausläuft. So, habe das jetzt einfach mal auf die Schnelle abgeschnitten. Dann, dann habe ich Filz genommen. Filz ist immer total schön zum Einpacken, aber es passt natürlich jetzt von der Länge her überhaupt nicht zusammen. Aber Filz und gerade jetzt so für was so ein bisschen frühlingsfrisch in grün, gelb, orange, das sind jetzt die Farben. Ich muss jetzt noch nicht Ostereier haben, aber so ein Filz ist total schön in den Farben. Nehm den Filz, wickel den hier um das Töpfchen drumherum und habe hier also auch schon ein kuscheliges Mäntelchen für meine Narzisse. Nehm Heißkleber, einen kleinen Tupser und kann dadurch auch, dass ich den Filz jetzt nicht am Topf festgeklebt habe, kann den natürlich auch ganz toll weiter verwenden für etwaige andere Dekos. Und da der Filz ein bisschen zu breit war und ich habe jetzt noch sowas hier abgeschnitten, kann das auch nehmen, so ein bisschen schmal ziehen und kann es dann einfach fürs nächste Töpfchen, das ich vielleicht in Gelb oder ich habe noch einen schönen Stoff und dann kann ich das einfach als Binde nehmen um das nächste Töpfchen drumherum, wo sich natürlich damit ein bisschen Kontrast abhebt, weil Orange auf Orange ist ja Quatsch. Aber Filzreste also immer aufheben. Vielleicht gibt es irgendwo eine Schieferplatte, wo ich das unten dran klebe, dass ich den Tisch schone. Also Filz ist nicht wegschmeißen, die Reste. Es ist schade drum. Ja, das kann man so toll benutzen. Ja, und hier, das steht jetzt ein bisschen über. Das ist ganz schön. Das deckt den Topf ab. Also entweder ich kann Moos nehmen. Also da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Ich nehme so ein bisschen Moos und mache das gerade hier in den Topf rein und decke damit, machst einen schönen Übergang zwischen dem Filz und der Pflanze. Und ich kann natürlich noch kleine Ästchen von draußen suchen, Birkenästchen. Jedes hübsche Grün ist eigentlich sehr passend. Ich mag es ja jetzt, dass es so ein bisschen knackiger aussieht im Frühling. Und ich bin eigentlich ein totaler Fan von Heidelbeere. Oder auch ein paar Buchsrestchen kann man nehmen. Aber ich hole mal ein bisschen Heidelbeere im Moment. So, Heidelbeere bekommt ihr beim Floristen. Das ist also dieses schöne Grün. Das ist auch ganz toll in Tulpensträußen. Das werde ich euch als nächstes mal zeigen. Heidelbeere lässt sich brechen. Es ist schön, wenn ich die Kamera so nah habe, dann kann ich das ganz toll zeigen und ihr könnt es auch gut sehen. Heidelbeere hält super lang und treibt auch sehr schön aus und hält meistens deutlich länger als der Strauß. Und ich nehme einfach die Heidelbeere, schneide die ein bisschen schräg an, nehme jetzt die zwei Ästchen und die stecke ich hier rein, nehme noch vielleicht ein drittes und dann... Und dann habe ich gedacht, wäre es schön, vielleicht die Narzisse wird ja gelb blühen. Dann nehme ich ein gelbes Bändchen und mache ein Bändchen drumherum. Und dann ist eigentlich schon mal entweder das kleine Geschenk für eine liebe Freundin oder auch für den, was auch sehr schön ist, für den Bürotisch, den Schreibtisch. Da ist es natürlich auch toll, dann hat man immer so was Nettes. Und wie gesagt, da die Folie nicht geklebt ist, sondern nur mit dem Gummi drumherum gemacht ist, und da der Filz auch nicht an dem Topf geklebt ist, lässt sich beides wieder abnehmen. Und wenn die Narzisse verblüht ist, dann kann man einfach die Narzisse wieder, eine frische wieder reinmachen. Und so hat man eine wunderschöne kleine Frühlingsdeko für einen schönen Platz. Die Küche, der Schreibtisch irgendwo oder ein nettes Geschenk für eine Freundin. Und das ist doch ein toller Ersatz für die Weihnachtsdeko und wo jetzt alles raus ist und jeder was Knackiges will. Ihr Lieben, es kommen noch mehr Ideen, aber wir waren jetzt einfach in der ersten Woche durch diese Wetterumstände und dadurch, dass wir im Laden so viel räumen mussten und alles neu drin war und wir mussten, also es war so viel Umschwung und ich muss tatsächlich hier hinten noch ein bisschen räumen. Das habe ich euch nicht gezeigt, den Teil vom Laden. Da gibt es noch einiges zu tun, aber das machen wir jetzt so Step by Step, weil wir haben auch für kommende Woche schon wieder große Aufträge.
Aber trotzdem wollte ich euch einfach mit diesem kleinen Neujahrsgruß alles, alles, alles Liebe und Gute im neuen Jahr wünschen. Ihr Lieben, bleibt gesund und bleibt munter und habt viel Freude und dekoriert euch die Wohnung schön mit so netten Kleinigkeiten. Und es muss nicht immer viel sein, manchmal ist weniger auch mehr. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute und bis ganz bald von eurer Margit. Tschüss!